sein. Zurück bei Assassin's Creed. Mal wieder ein Jubiläumspart, Part 60. Und ich hoffe, ich sterbe nicht. Also folgende Situation. Wir sind in der Kampfarena. Muss mit diesem Keulentypen aufpassen. Bitte den Keulentypen. Ja. Gut. Jetzt muss ich den noch. Man muss natürlich jetzt hier aufpassen. Ist schon die dritte Runde. Das heißt, wir haben ja schon auch so Hindernisse, die uns töten können. Die Menschheit fehlt seine Partnerin gar nicht. Was für ein Kämpfer! Also nicht nur Gegner, sondern... Oh mein Gott, ich schon wieder so ein Keulentyp. Nein, kein Keulentyp! Ja, danke, Keulentyp. Vor allem, ich habe meine ganzen Gadgets, habe ich nicht. Scheiße, der Keulentyp. Ich habe keine Rauchbomben. Ich kann gerade nicht meine Fähigkeiten nachgucken. Ich habe irgendein Schwert, was die mir gegeben haben. Und ich bin tot. Also mein bester Plan ist jetzt im Endeffekt, ich töte erst die anderen Menschen. Das kennt er wohl auf. Heiliger Anubis. Und lade mich... Ich muss gewinnen. Ja, ich kann hier nicht auf Menü zugreifen. Und lade mich dann quasi auf, für wenn der Keulentyp kommt. Und dann... Uah, weg da! Und wenn ich dann... Komm hier hin. Nicht der Keulentyp, nicht der Keulentyp. Ah, das war zum Beispiel jetzt genauso. Und dann habe ich den Keulentypen so getötet. Jetzt lade ich mich wieder genug auf. So. Jetzt kommt... Was für ein Kämpfer! Jetzt kommt dummerweise wieder ein Keulentyp. Ich mähe mich nieder! Muss ich jetzt aber wieder weg. Ich hab. So, doch, jetzt habe ich den Keulentypen. Siehst du zu, Krokodilopolis? Okay, das war jetzt irgendwie dumm. Das war auch eine coole Idee. Der Keulentyp hat nicht nachgedacht und ist die ganze Zeit immer in dieses Stachelding gerannt, weil ich auf der anderen Seite stand. So, jetzt. Ey. Okay, das war auch okay. Weil jetzt habe ich den... Boah, jetzt noch eine Runde wahrscheinlich, ne? Oder war das jetzt schon zu Ende? Oh nein, jetzt kommt der Endkampf. Jetzt kommen diese Rothaarigen. Tut mir leid, dass ich dich allein ließ. Und auch kann ich stolz auf dich sein. Hatte Felix einen Auftrag für dich? Für wen war er? Ich werde es dir bei Gelegenheit erzählen, Bruder. Nur so viel, unsere Zukunft hat nie rosiger ausgesehen. Okay. Bayek. Das ist der ersehnte Moment. Unsere Chance auf den Umhang der Meister. Felix wartet! Okay, jetzt muss ich wieder mit ihr zusammenkämpfen, ne? Also, eure Chance gegen die Brüder, Ich wünsche euch kein Glück. Denn Glück, zusammen sind sie einfach zu stark. Danke. Es gibt. Okay, ich habe das immer übersprungen, aber er hat im Endeffekt gesagt, wir sollen uns aufteilen. Also wir sollen nicht gegen beide gleichzeitig kämpfen, sondern erst
Also die dürfen nicht zusammenkämpfen, die sollen einfach in zwei unterschiedlichen Richtungen sein. Ihr schlagt euch gut für zwei Landeier. Und eines noch, tötet sie nicht. Also gut, wir werden sie nicht töten. Aber was Schmerz und Demütigung angeht, garantiere ich für nichts. Oh, ihre Stimme nervt mich sowas von. Das ist der Bayek, unser großer Moment. Man wird uns Denkmäler errichten und unsere Namen ja, auf alle Tempelwände kritzeln. Ey, die hat auch einen Schuss, ne? Wir sind die Herausforderer für die Krone. Die Beschützer von Siva. Unübertroffen. Unbesiegt. Wir sind die gallischen Brüder. Oh, nee, wie eklig. Boah, das, ich kann die echt nicht, das kriege ich nicht hin. Das sind ja gefühlt diese Keulentypen. Oh Mann. Das wird ein langer Kampf. Oh Mann, das... Ach shit, du musst ja auch aufstehen! Können wir bitte einfach hier weg, so. Das meine ich mit, es wird ja eine Katastrophe werden. Okay, das wäre jetzt... Ja, los, weg da, weg da, weg da. Aber das ist jetzt meine Idee. Ich laufe immer so ein bisschen rum, schlag die... Ein paar Mal... Hau wieder ab. Jetzt muss ich aber echt... Jetzt muss ich mal warten, weil jetzt muss ich mich erstmal aufladen. Und ich bin auch froh, dass sie hier diese Zusatzsachen rausgemacht haben. Jetzt sind hier zwar ein paar Kerzen, werde ich aber schon nicht von sterben. Ey, das war eigentlich nicht der Plan. Okay, und weiter. Ich habe nicht mehr genug. Ich muss weiter. Ja, und das meine ich mit. Das wird jetzt einfach lange dauern. Bitte, Bayek, lad dich auf. Du kannst doch nicht nur einen Balken jetzt haben. Das schaffe ich da nicht. Kann ich nichts essen, um mich irgendwie aufzuladen? Ich weiß nicht, warum mein Adrenalin jetzt so hoch ist. Ich kann das natürlich jetzt nochmal versuchen. Aber ich will eigentlich nicht in die Nähe, wenn ich nur einen Balken habe. Kann man sich da nicht irgendwie aufladen? So, jetzt... So, jetzt lad dich mal zu Ende auf, bitte. Ey, der lädt sich echt nicht weiter auf. Jetzt muss ich mit so wenig... Ey, das werde ich nicht schaffen. Jetzt, bitte. Oh, einen haben wir getötet. Hätte ich jetzt echt nicht mit gerechnet. Was mit dem anderen? Vor allem der eine heult jetzt die ganze Zeit. Dann macht der auch nichts mehr, ne? Dann haben wir nur ein bisschen Angst, dass der jetzt gleich auf Rache aus ist. So wie jetzt. Weg hier. Weg, 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 weg.
Also er ist ein bisschen geschwächt, weil sein Bruder tot ist. Weg da, weg da, weg da. Weg da, weg da, weg da. Boah, das war so schwer, dass der aufstand. Der ist echt nicht aufgestanden. Der ist nicht aufgestanden. So, bitte schiebst ihn noch ein bisschen mehr mit dem Pfeil ab. Ich komme ja schon wieder. So, wir haben es geschafft. Boah, cool, hätte ich nicht gedacht. Beim ersten Mal. Okay, tot sind sie nicht. Krokodil! Die gallischen Brüder sind besiegt! Für den Tod der kleinen Shadia verdient ihr den Tod! Mädchen am Leuchtturm! Das waren wir nicht, ich schwöre! Wir haben viel Schreckliches getan, Sivana. Aber dieses Kind haben wir nicht ermordet. Ein Hoch auf die neuen Meister! Wir waren die Beschützer von Siva! Wir sollen die Soldaten, das Mädchen fangen und zu Berenike bringen, zum Krokodil! Sie hat dieses Kind ertränkt. Sie nahm ihr ein Buch ab, ließ einen Stein an ihren Knöchel binden und stieß sie ins Wasser. Wir konnten nichts tun. Deswegen bist du also zu mir gekommen, oder? Du wolltest ihren Patron, dieses Krokodil. Bayek, warum hast du mir nicht vertraut? Hm? Ich hätte dir geholfen. Du bist Söldnerin, genau wie die. Es war einfach zu riskant. Welches Schicksal erwartet dich? Oh, nicht, dass ich jetzt gegen die kämpfen muss. Ist es Leben? Bayek! Oder Tod? Du musst mich doch besser kennen. Tod! Bayek, du kennst mich doch! Ja, okay, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Irgendwie lädt der jetzt. Das heißt, entweder bin ich jetzt wieder in der normalen Welt oder ich bin jetzt wieder in einer anderen Welt. Eile ist geboren. Okay, normale Welt. Sonst flieht dieses Monstrum noch. Die Oma ist das Krokodil? Ja, die Rache des Krokodils. Dem muss ich jetzt sprechen. Also war es Berenike. Sie ist das Krokodil. Sie hat Shadia umgebracht. Sie hat so viele in den Ruin getrieben. Sie beschreibt sich als Mäzenin des Wohlstands und der Kultur im Fayum. Man spürt ihren Einfluss in der gesamten Region. Ihr Reichtum kommt von ihrem Anwesen im Norden der Stadt. Der Kerkesucher Kornkammer, der größten in ganz Ägypten. Sie veranstaltet ein Gastmahl mit anderen Einflussreichen aus dem Fayum. Jeden Abend zieht sie sich in ihre Villa zurück, wo sie sich mit Geld und Schmeicheleien ihre Gunst sichert. Dann werde ich sie dort finden. Danke für deine Hilfe, mein Freund. Was machst du jetzt? Ich gehe auch zurück in meine Villa. Ich muss was trinken. Chinut und ich müssen in Ruhe trauern. Leb wohl, Bayek! Wenn du getan hast, was du tun musst, würden wir uns freuen, dich wiederzusehen. Okay. Ah, cool, ich kann da jederzeit wieder kämpfen. Aber ganz ehrlich, habe ich jetzt erstmal genug von. So. Wo ist ihre Villa? Hier. Habe ich da irgendeinen Schnellreisepunkt in der Nähe? Da muss ich hin. Habe ich nicht. Ja, komm. Dann nehmen wir jetzt unser Pferd und laufen da ganz normal hin. So, ich habe immer noch dieses treue Tier, was ich mir irgendwann mal gekauft habe. Aber es ist auch noch gut, erfüllt seinen Zweck.
Ja, hier weiß ich gerade nicht den Weg. Whoa. Ja, okay, die Brücke ist noch nicht fertig. Das heißt, die nehmen wir noch nicht. Da müssen wir halt durch den Fluss. Ah, seht ihr, hier geht auch die Straße durch. Das war also schon immer der normale Weg. Rauch. Ja, keine Ahnung, warum da Rauch ist. Gibt es keine Gerechtigkeit mehr in der Welt? Die Götter haben uns verlassen. Ja, ich will mit dir sprechen. Wahrscheinlich ist das wieder eine Nebenquest, oder? Nee. War das dein Haus? Wer bist du? Was macht das für einen Unterschied? Ich weigerte mich, an die verschrumpelte alte Berenike zu verkaufen. Ein weiserer Mann hätte sie nicht abgewiesen. In der Nacht kamen Soldaten. Wo kamen die Soldaten her? Von dem Anwesen im Norden. Oder vielleicht eine Konk? Bist du irre? Niemand widersetzt sich Berenike. Sie vernichtet dich, deine Familie und alles, was dir lieb und teuer ist. Dafür wäre sie zu spät. Ja. Okay, das war anstatt ich keine Quest, sondern man hat jetzt einfach Zusatzinformationen bekommen, dass die Frau halt echt fies ist. Und wahrscheinlich muss ich jetzt da meditieren, wenn ich da bin, dass Nacht ist. Weil ich da quasi nachts sein sollte. Oh. Den Weg frei, schnell! Wow. Na, ja, sieht schon schön aus. Hier. Bewegung, los! Ich muss mal echt gucken, wo wir eigentlich gerade sind. Okay, wir kamen also von hier oben. Oha, Riesenkarte. Da oben ist Alexandria. Da ist Siva, wo wir herkamen. Und jetzt sind wir hier so. Ja, Bewegung! Oh. So, wenn man... Das ist die Kornkammer, von der Hotte versprach. Das Krokodil muss da drin sein. Ja, okay. Ist das eine Brücke? Whoa. Ja, okay, mein Pferd bleibt sicher auf der Seite. Es scheint, ja, nur eine Menschenbrücke zu sein. Gut, da geht's also hin. Ich glaube, die Filaken sind mir erstmal egal. Ich muss hier irgendwie... Na, hier sollte ich vorsichtig sein. Reinkommen, ohne dass die mich sehen. Okay. Da muss ich also hin. Da ist ein Ausrufezeichen. Da möchte. Ach so, ja, okay. Ich glaube, mittlerweile weiß ich Ausrufezeichen. Da kann man immer Leute beschützen. Also. Hey! Wow, ich habe direkt einfach den Hauptmann gefunden. Und der Hauptmann hat mich weg. Hat mich direkt getötet. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist. Also immer bei den Ausrufezeichen muss. Toiletten! Boah, da ist Katzenstreu drin, oder was? Ja, vorbei, desynchronisiert. Oh, in der Toilette gestorben. Naja, egal. Ist geboten. Sonst flieht dieses Monstrum noch. Ja, da werde ich nicht einfach so reingehen. Oh, ich kletter hoch. Ah, oh, sieht eigentlich schon cool hier aus. Ich hätte
trotzdem Angst. Wegen den ganzen Wachen. Ah, hier sollte ich unentdeckt bleiben. Ja, das wäre schon besser. Was sind Missionsziele vor Ort? Oh, 2 Hauptmänner, 1 Kommandant, 4 Schätze. Ist also ein Riesenanwesen. Ist auch logisch, weil die Frau ist ja auch reich. Hey! Ja, gut, das, bin ein bisschen viel gestorben gerade. Aber guck mal, jetzt lädt er sich wenigstens wieder auf. So, ich versuche mich in den Pflanzen zu verstecken. Ah, da ist schon wieder ein Wachtyp. Hier sind Wachen. Oh, oh, da ist ein Soldat. Da war doch auch einer. Schnell. Es ist alles so, wie ich es mir erhofft habe. Na, scheiße. Oh nein. Jetzt kommen ganz viele, oder was? Ah, Mist, das war nicht... Boah, voll in die Eier. Boah, wie viel kommen denn jetzt noch? Futter für die Würmer. Oh, scheiße, der holt doch jetzt. Hey, Werner. So, nicht, dass der hier jetzt noch Verstärkung holt. Und irgendwie bin ich jetzt schon wieder von dieser Frau weg. Vorhin war die doch da komplett in der Nähe. Oh, nein, Mist. Jetzt haben die Verstärkung gerufen. Da kommt auch schon wieder der nächste Soldat. Der Tod. Wartet. Ach, das war... Ich wollte eigentlich keine Rauchbombe. Ich wollte... Ey, zum Glück. Mist! Nach dem Vogel! Du kannst nicht fliehen, du Bastard! Doch, kann ich. So, jetzt ist egal, jetzt haben die mich eh gesehen. Moment, sperrt die Straße hinter mir. Ich muss mein Ziel erreichen. Ich schlitz dich auf. Ich wusste, du kommst, alter Freund. Vielleicht war es mir bestimmt durch dein Herz. Ey, krass, wie habe ich das gemacht? Zufälligerweise habe ich jetzt bei der Frau ein Attentat gemacht. Ermordet. Von einem von euch. Shadia. Wer? Shadia! Das Kind, das du ertränkt hast! Wie alle deiner Art erkennst du nicht, wie großartig Ägypten sein könnte. Ist es das, was du dir vormachst? Du vergisst die, die du getötet hast. Sie war das Kind von Chenut und Hotefres. Chenut war ein sturer Bock. Diese Aufzeichnungen hätten jede Hoffnung zunichte gemacht. Dafür zerstörst du Familien? Oh Mann, sie lebt bei einem Krokodil. Was getan werden musste. Ich werde alles vernichten, wofür du stehst, Berenike. Und ich töte alle, die so sind wie du. Doch im Moment zählt nur, dass du Shadia getötet hast. Und das Letzte, das du hören wirst, ist ihr Name. Shadia! So, ist jetzt wieder die Frage, muss ich die jetzt noch töten oder habe ich sie schon getötet? Wen habe ich denn sonst noch? Wow. Ey, wie Glück, ey, schon wieder fast gestorben. Leila, sofort! Ich brauche dich!
Ach nee, jetzt schon wieder in der echten Welt? Gar keinen Bock. Lass ein Van in der Durchfahrt! Oh Gott! Ein Van! Nein, ein Van. Eier, was willst du mir da? Vergiss diese Eier! Abstergo ist hier! Sie müssen dahinter gekommen! Oh Scheiße! Fug! Die? Scheiße! Hier sind sie auch! Okay, Layla, hör zu. Ich kenne dich. Und ich weiß, dass du einen Ausweg findest. Oh nee, jetzt muss ich als die spielen. Was ist das für eine Scheiße? Waren da jetzt gerade echte Menschen im Hintergrund? Ey, was muss ich machen? Kann ich bitte einfach wieder reingehen? Ich möchte da wieder rein in meine Avatar-Welt. Hier steht doch noch nicht mal, was ich machen muss. Okay, wir gehen da jetzt einfach mal raus, sterben dann halt. Dann wissen wir schon mal, dass wir das nicht machen müssen. Dass das nicht der richtige Weg ist. Ich habe diese Klinge noch. Was für eine Klinge? Okay, wahrscheinlich kann ich Attentat. Joel? Tate machen. Was ist das? Für eine Scheiße, ich nehme doch den anderen Weg. Komme ich halt einfach von der anderen Seite. Okay, sie kann halt auch klettern. Sie kann kämpfen, weiß ich nicht. Sie kann springen. Ja, das ist die andere Seite. Das ist gar nicht so dumm gewesen. Anscheinend. Okay. Ich bleib hier oben. Mache dann Attentat auf die Frau runter. Ja, okay. Das ging also. Schlecht. Ja, wirklich nicht gut. Soll ich jetzt alle nacheinander töten, oder was? Vor allem, was soll ich machen? Gehe ich mal wieder zurück, die anderen töten? Scheiße. Ein riesiger Schatten. Und ich habe halt das Gefühl, es zerstört immer so die Atmosphäre, wenn man plötzlich eine normale Frau spielt. Das hätten die sich echt schenken können. Meiner Meinung nach. Wurde mir auch gar nicht F angezeigt. Ich musste das jetzt einfach machen. So, jetzt wahrscheinlich noch eine Person. Ich hoffe. Ich habe diese Klinge noch. Die speichert zwischendurch.
اضطرنا نحل الفانتالوين. جاري يخرج حال من مخباله على العين. نعم، نشت بيته، نشت مال قدالة دي؟ نشت دي. نعم، 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 نعم. Ich zieh das jetzt durch! Ja, aber ich verstehe halt nicht, was hat. Was heißt denn durchziehen? Du gehst wieder nach Ägypten. Wenn ihr das hier hört, seid ihr von Abstergo und ich bin tot. Tut mir einen Gefallen. Sorgt dafür, dass Sophia Ricken das hört. Ich wollte immer am Animus-Projekt arbeiten. Ich wartete 12 Jahre. Das Warten brachte nichts. Also bat ich einen Animus, der mir Zugang zu allen Erinnerungen gibt, nicht nur denen meiner Vorfahren. Ich habe sogar die Geburtsstunde der Assassinen miterlebt. Artefakte, Gräber, die eigentlich nur als Legenden galten, ich habe sie gefunden. Weil ihr mich getötet habt, verliert ihr dieses Wissen. Ich verstehe, warum ihr mich töten wolltet. Aber musstet ihr meine beste Freundin töten? Warum hat sie... Oh, Abibti. Ich hätte auf dich hören sollen. Gut, einfach wieder da reingehen. Das war jetzt halt für mich wieder mega unnötig. Ja, ich wollte gar nicht aus dem Animus raus. Mhm. Vergifte eine Leiche, legst sie ein Pferd, lehne dich zurück und lässt die Leiche die ganze Arbeit machen. Oha. So gute Fresse und Renut geht. Der Weg der Gabinan. Eile ist geboten. Sonst flieht dieses Monstrum noch. Ayas Brief. Bayek, wir haben eine Allianz mit Pompeius, aber Apollodoros hat schlechte Neuigkeiten. Die wir verfolgt haben, war nicht Chemos Mörder. Bastarde. Ja, aber es gibt 2 weitere Namen, die wir auslöschen müssen. Den Skorpion und den Schakal. Mitglieder vom Ptolemäus Garde. Ich treffe dich in Herakleion, sobald Foxidas und ich unsere Marine-Mission abgeschlossen haben. Ich liebe dich mehr denn je, Bayek. Wir haben dieses Leben nicht gewählt, aber das Schicksal hat dem Orden der Ältesten Tür und Tor geöffnet und wir müssen unser Leben dafür geben, sie wieder zu schließen. Ah ja, okay. Gebt den Weg, Frau! Ich habe diese So. Das heißt, wir haben 3 neue Hauptquests. Der Weg der Gabiana könnten wir jetzt direkt schon machen. Die Verborgenen und der Fluch. Neue Nebenquests. Shadias Ruhe, Sorabeks Maul. Haben wir mehrere. Fangen wir doch wie immer bei irgendwas mit Stufe 18 an. Ne, 28. Also der Altmeister. Wie viel Meter ist das denn bitte schön entfernt? Ja, wir fangen mal mit dem an. Dann gucken wir mal. Haben wir hier irgendein neues Schild bekommen? Ja, das ist sogar besser. Sieht aber scheiße aus. Bei den Schwertern. Ja, die sind schon besser. Sticksalzklinge. Ich glaube, die nehme ich. Obwohl, sieht wieder aus, ob ich mit der nicht gut kämpfen kann. Muss ich ausprobieren. Eiskerle getötet. Ah, mal ganz kurz. Ausrüstung? Nee. Karte wollte ich. Ja, machen wir die Quest in Krokodilopolis das nächste Mal. Ziele. Ja, haben wir jetzt erstmal gerade keine, aber da kommen wohl noch neue. Apollodoros muss davon erfahren. Und ja. Auf nach Herakleion. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns bald. Tschüss.